habe Angst, Holstein. Angst? Das Wort nennt Simon euer Durchlauch seltsam aus. Jawohl, Angst. Richtige Angst. Ich kann nicht schlafen. Heute Nacht habe ich russische Zeitungen gelesen, feindliche Richtung. Keine erfreuliche Lektüre. Die Umgebung des Zaren ist uns feindlich gesinnt. Die Großfürsten versuchen, ihn ins französische Lager zu treiben. Das Freundschaftsverhältnis des Zaren zu unserem Kaiser ist jedoch aufrichtig und hat sich politisch bewährt. Ja, gewiss, aber die Kräfte unseres alten Herrn sind im Schwinden und der Kronprinz hat Dickkopfkrebs. Ist doch nicht länger zu verheimlichen. Es ist auch nicht länger zu verheimlichen. Professor von Bergmann hat den Kronprinzen gestern in San Remo operiert. Er atmet durch eine Kanüle, aber seine Stimme hat er für immer verloren. Man berechnet sein Leben nur noch nach Wochen, höchstens nach Monaten. Verwundern Sie sich, dass ich Angst habe? Wir stehen vor einem unnatürlichen Sprung in unserer Geschichte. Der Übergang von einem 90-jährigen Kaiser zu seinem 29-jährigen Enkel, dessen Horizont noch nicht über den des Gardekasinos in Potsdam hinausreicht. Das ist doch eine einmalige Gelegenheit für unsere Feinde, im Trüben zu fischen. Wenn Fürst Bismarck Angst hat, wie mag es dann erst mit dem Schlaf der anderen Staatsmänner bestellt sein? Ich weiß nicht, ob diese Herren ein Gewissen haben. Ich möchte es bezweifeln. Die Ausführung eurer Durchlaucht bringt mich auf die Verhandlungen mit Russland. Ja, das ist dringend. Der Vertrag läuft ab. Was sagt Schuwalow? Der russische Botschafter hat Abänderungswünsche seiner Regierung für die Verlängerung des Geheimrückversicherungsvertrages überreicht. Abänderungswünsche? Wieso? Was Besonderes? Entscheidend? Oh, kaum. Die üblichen Hinauszögerungen und das schließliche Einverständnis wertvoller zu machen. Sehen Sie, Holstein, dieser Vertrag, der garantiert uns, dass die Franzosen allein bleiben werden. Er ist der Schutzwall gegen feindliche Koalitionen. Die russische Neutralität. Durchaus haben vollkommen recht. Aber Verträge halten nicht für die Ewigkeit. Der Krieg gegen Russland ist einmal doch unvermeidlich. Vielleicht, aber ich muss verhindern, dass Frankreich und Russland gleichzeitig über uns herfallen. Der Zwei-Fronten-Krieg, das wäre ein Kampf um Leben und Tod. Die Gegner auseinanderhalten, wenn möglich sie einzeln schlagen. Das ist das Kernproblem meiner Außenpolitik. Die Schicksalsfrage des Reiches. Verzeih mal, Papa, wenn ich störe. Was gibt es denn, Herbert? Du sollst sofort aufs Schloss kommen. Ist es soweit? Ja, es geht so. Säbel, Mantel, Wagen. Der Wagen ist schon vorgefahren. Herr Verwöttlicher. Durchlauf. Telegrafieren Sie an den Kronprinzen in San Remo. Die sofortige Rückkehr des Kronprinzen nach Berlin ist unbedingt erforderlich. Jawohl, Durchlauf. Jetzt fährt er an der Sterbebett seiner Macht. Anders. An das Sterbebett seiner Macht? Seine Stellung in Europa war nie mächtiger als jetzt. Seine Mehrheit im Reichstag ist die größte, die er je hatte. Sie haben vollkommen recht. Aber er hat immer nur eine sichere Mehrheit gehabt. Den alten Kaiser. Ich wollte Sie noch einmal sehen und Ihnen danken für alles, was Sie für mich und mein Haus getan haben. Alle meine Gedanken sind in San Remo, mein Fritz. Mein armer Fritz, ich bitte Sie, die kurze Zeit, die es dem Kronprinzen vergönnt sein wird, zu regieren, an seiner Seite zu bleiben. Ich werde ihm dienen, wie ich Eurer Majestät gedient habe. Ich will Prinzen Wilhelm sehen. Prinz Wilhelm ist noch sehr unerfahren, sehr
unreif. Er braucht einen festen Charakter an seiner Seite, der ihm die Wahrheit sagt, so wie sie mir immer die Wahrheit gesagt haben. Fürst Bismarck hat das Deutsche Reich gebaut. Nur er allein. Uns Hohenzollern hat er die Kaiserkrone gereicht. Aus seinen Händen haben wir sie empfangen. Ich wünsche, dass du immer dem Rat des Fürsten folgst und seiner Treue und seinen Erfahrungen vertraust. Versprechen Sie mir, meinen Enkel nicht zu verlassen. Meine Kräfte gehören bis zum letzten Atemzuge dem Reich und dem Hause Hohenzollern. Es ist mein letzter Wunsch. Majestät, erwarten euer Durchlauf. Thank you.
die alte Welt, die mit deinem Vater zu Grabe getragen wird. Du wirst den Völkern ein neues Glück schenken. Schwören. Und ich gelobe, stets eingedenk zu sein, dass die Augen meiner Vorfahren aus jener Welt auf mich herniedersehen und dass ich ihnen dereinst Rechenschaft abzulegen habe über den Ruhm und die Ehre der deutschen Armee. Ich und die Armee gehören zusammen. Wir sind füreinander geboren und so wollen wir unauflöslich fest zusammenhalten. Möge nach Gottes Willen Friede oder Sturm sein. Ich bin entschlossen, Frieden zu halten. Mit jedermann, soweit es an mir liegt. Mein lieber Fürst, Sie haben meinem Vater und meinem Großvater mit Ihrer ganzen Kraft gedient. Ich flehe zu Gott, dass Sie auch mir noch lange zur Seite stehen mögen. Sei es im Frieden, sei es im Krieg. Solange Euer Majestät meines Rates bedürfen und bereit sind, lieber mit dem Degen in der Hand auf den Stufen des Thrones kämpfen zu fallen, als vor einer Gefahr zu weichen, so lange werden Sie mich an Ihrer Seite finden. Treue um Treue. Ich schwöre, lieber lasse ich mir jedes Lied einzeln abpacken, als dass ich mich jemals von Ihnen trenne. Ja. Herr Waldersee. Ein herrliches Bild, nicht wahr? Unser junger, strahlender Kaiser und der greise, große Kanzler. Es sind die reinsten Flitterwochen. Hoffentlich, lieber Böttiger. Wenn ein alter Mann ein junges Mädchen heiratet, fängt es auch mit Flitterwochen an. Aber schon nach kurzer Zeit beginnt die junge Frau, sich nach jungen Leuten umzusehen. Und das ist auch gut so, weil es natürlich ist, finden Sie nicht? Gewiss, gewiss. Auch die junge Generation hat ihre Lebensberechtigung. Übrigens haben Sie das reizend formuliert. Mir scheint, der Kanzler hat recht, wenn er sich für einen geborenen Diplomaten hält. Ich bin Soldat, davon wird ich ja weiter nichts. Das freut mich. Ich meinerseits bin nur Politiker. Unsere Interessen werden also niemals kollidieren. Darf ich Sie in meinen Wagen mitnehmen? Sehr gern, wenn Sie mich am Auswärtigen Amt absetzen wollen. Geheimrat von Holstein erwartet mich. Dieser Trubel, diese Wichtigtuerei. Ich hasse solche Tage. Aber mein lieber Baron, wenn Sie dabei gewesen wären. Das größte politische Genie unserer Zeit, auf der Höhe seines Ruhms, sein Denkmal seines erfüllten Lebens und neben ihm unser feuriger Monarch mit dem Glanz der Jugend und kommender großer Taten um die Stirn. Mein ganzes Leben möchte ich diesen Männern weihen. Niemand kann zwei Herren dienen, auch Sie nicht, lieber Oldenburg. Und wem dienen Sie nicht auch, beiden Herren? Ich diene der Politik. In meinem abstrakten Begriff. Sie haben vollkommen recht, aber abstrakte Begriffe sind ewig. Menschen kommen und vergehen. Das Schachspiel um die Macht mit lebenden Figuren, das ist der feinste geistige Rausch. Wie höhere Mathematik. In Mathematik hatte ich immer eine 5. Aber natürlich, natürlich, wie alle Künstler. Herr Geheimrat?
mein lieber Graf. Also ich bin ganz erschöpft. Bewundere den Kanzler, dass er solchen stundenlangen Zeremonien noch gewachsen ist. Muss auch für den alten Herrn eine Tortur sein. Unsterblichkeit will eben getragen sein. Na, haben Sie bei dieser Gelegenheit einen Strahl allerhöchster Gnadensonne erwischt? Und verderben Sie mir uns die Stimmung, Holstein. Sie sind ein schrecklicher Mensch. Vergraben sich hier im Auswärtigen Amt und leben von Ironie und Sarkasmus. Wie der Eremit von den bitteren Wurzeln des Waldes. Bravo, Böttcher, bravo. Das ist eine anständigere Nahrung als die Brosamen, die von der großen Herrentische fallen. Also jeder nach seinem Geschmack. Aber genug philosophiert. Graf Waldersee. Waldersee macht mir Sorge. Der Kaiser hält sehr viel von ihm. Ja, selbstverständlich. Aber auch als Politiker? Politische Generäle gab es früher in Preußen nicht. Das ist eine Erfindung des jungen Kaisers. Waldersee ist sehr ehrgeizig. Eben. Aber beruhigen Sie sich, der Kaiser durchschaut ihn völlig. Hoffentlich, hoffentlich. Denn Waldersee als politischer Ratgeber, das wäre ein Unglück. Während Herr von Bötticher in dieser Eigenschaft ein Segen wäre, nicht wahr? Jawohl. Es ist mein Stolz, dem Kanzler als sein Stellvertreter einige Sorgen und Arbeit abnehmen zu dürfen. Aber doch nur im Bewusstsein, dass auch ein Bismarck nicht ewig regieren wird. Und wenn man dann im entscheidenden Augenblick unentbehrlich ist. Ich habe mich bei Ihnen abzumelden, lieber Fürst. Morgen früh steche ich in See. Der Zar ist bereits unterwegs nach Kronstadt. Ich nehme 8 Kriegsschiffe mit. Was wird dem Zaren imponieren? Die russische Flotte ist nicht gerade die modernste. Ich hoffe, der Zar wird diese militärische Demonstration nicht missverstehen, Majestät. Es schadet auch gar nichts, wenn er sieht, dass die deutsche Flotte ihm in der Ostsee überlegen ist. Ja, aber es könnte ihn verstimmen. Niemand sieht gern seine eigene Schwäche. Dabei liegt mir außerordentlich viel daran, gerade jetzt den Zar bei guter Laune zu halten. Die Verlängerung unseres geheimen Rückversicherungsvertrages mit Russland wird bald aktuell. Der gute Onkel Alexander wird schon verlängern. Und wenn nicht, dann ist es sein eigener Schade. Dank Ihnen durchlaucht ist unsere außenpolitische Lage ja glänzend. Deutschland ist durch seine geografische Lage nie ohne Gefahr, Majestät. Für diese Gefahren haben wir unsere herrliche Armee, die unsere Gegner fürchten. Furcht und Hass, Majestät, sind Gefühle, die dicht beieinander liegen. Einflussreiche Kreise versuchen, den Zaren ins französische Lager zu treiben. Es wäre die Aufgabe Eurer Majestät, ihnen auf die Folgen einer solchen Politik hinzuweisen. Tja, und mit welchen Argumenten? Der Zar lebt in einer dauernden Furcht vor den Anarchisten, die ständig mit Frankreich konspirieren. Sagen Sie ihm, an dem Tag, an dem er unter den Klängen der Marseillaise der französischen Trikolore die Ehrenbezeugung erweist, schaufelt er sich und seinem Reich das Grab. Ein großartiges Wort, Durchlaucht. Ich werde es dem Zaren wiederholen. Ich persönlich halte es allerdings für ausgeschlossen, dass diese Völker zusammenfinden. Der Zar, Selbstherrscher aller Reußen und die Französische Republik, nie. Das Wort nie, Majestät, bedeutet in der Politik allzu oft morden. Wenn Russland und Frankreich sich gegen uns verbünden, müsste Deutschland an 2 Fronten um sein Leben kämpfen. In London würde man dafür einen hohen Preis bezahlen. Aber Durchlauch, die Königin von England ist meine Großmutter. Ich kann nicht glauben, dass sie solche Ziele gegen mich verfolgt. Ich bin überzeugt, dass Ihre Majestät die Königin mit Liebe an ihren Enkeln und Urenkeln hängt. Aber die Schicksale der Völker werden nicht nach familiären, sondern nach politischen Gesichtspunkten entschieden. Ich habe immer geglaubt, dass unser Bündnis mit Österreich uns für jeden Kriegsfall stark genug macht. Gewiss, aber meine Abmachungen mit dem Zaren verhindern einen europäischen Krieg überhaupt. Ich komme Kaiser Franz Josef gegenüber in eine schwierige Lage. Wäre es nicht möglich, wenigstens ihm den Rückversicherungsvertrag bekannt zu geben? Nein, Majestät. Österreich ist wohl unser Verbündeter, aber Russlands Feind auf dem Balkan. Eines Tages wird es dort zum Kriege kommen. Nein, Majestät. Solange Österreich auf unsere Hilfe gegen Russland verzichten muss, wird es keinen Krieg wagen. Da haben Sie recht. Die Erhaltung des Friedens ist unsere wichtigste Aufgabe. Gut. Ich werde alles tun, um den Zaren für die Verlängerung des Vertrages zu gewinnen. Die Verhandlungen werde ich hier in Berlin mit Graf Schuwalow führen. Wichtig ist, dass jetzt in Petersburg eine gute Atmosphäre dafür geschaffen wird. Soll geschehen, lieber Fürst, soll geschehen. Ich bitte Euer Majestät dabei, auch den Charakter des Zaren zu berücksichtigen. Er hasst alle militärischen Schaustellungen und Ähnliches, ist eher schweigsam als redselig und immer misstrauisch. Ausgezeichnet charakterisiert. Aber machen Sie sich da keine Sorgen. Die psychologische Behandlung regierender Onkel und Vettern, mit denen ich ja reichlich gesegnet bin, ist mein Spezialgebiet. Ich muss mich jetzt von Ihnen verabschieden. Aber ich habe noch einen besonderen Wunsch. Euer Majestät befehlen? Ja, am liebsten würde ich befehlen.
Aber ich kann Sie nur bitten, denken Sie an Ihre Gesundheit. Gehen Sie nach Friedrichsruh. Ihr Sohn Herbert wird Sie großartig vertreten. Er hat auch Ihr ganzes Vertrauen. Seien Sie sparsam mit Ihren Kräften. Denn Sie sind mein wertvollstes Kapital. Ich danke Euer Majestät für die gnädige Gesinnung. Aber mit 75 Jahren kann man von seinem Körper nicht mehr allzu viel verlangen. Aber Durchlauf. Mein Großvater wurde 91. Der Reiter hält es immer länger aus als das Pferd, Majestät. Für die Abschiedsvisite seiner Majestät waren 20 Minuten vorgesehen. Jetzt dauert es schon über eine Stunde. Sie kennen doch meinen hohen Herrn, verehrte Exzellenz. Er ist etwas impulsiv und hält sich nicht immer ans Programm. Aber eine gründliche Aussprache unter vier Augen mit seiner Majestät, dem Zaren, wird bestimmt reiche Früchte tragen. Lange Gespräche ermüden ihn, erzeugen Missstimmung. Ich habe alles versucht, die Veröffentlichung des Trinkspruchs zu verhindern. Der deutsche Kaiser bestand aber darauf. In Frankreich wird man über seine Worte erschrecken. Bestenfalls den Kopf schütteln. Der Zar saß da wie aus Stein, aber sichtlich peinlich berührt. Ein Trinkspruch ist auch kein passender Anlass, aggressiv zu werden. Mein Programm steht leider noch nicht fest. Ich werde Schuwalow die Anweisung geben, sich mit einem Hofmarschall in Verbindung zu setzen. Meine Grüße an Auguste, Victoria und die Kinder. Sie werden sich sehr freuen, dich zu sehen. Hat eine volle Stunde über die festgesetzte Zeit gedauert. Bedauerlicherweise, Majestät. Warum hat niemand eine Abkürzung herbeigeführt? Verzeih, Majestät, wir glaubten, die Aussprache nicht unterbrechen zu dürfen. Es hätte doch jemand mit einer Meldung hereinkommen können. Großartig! Es war einfach überwältigend, Eulenburg. Diese Zusammenkunft war von der größten Bedeutung. Ich bin davon überzeugt, Majestät. Man müsste Bismarck gleich telegrafisch informieren. Verschonen Sie mich meinen Augenblick mit dem Namen Bismarck. Von morgens bis abends habe ich nichts anderes gehört als Bismarck. Immer wieder Bismarck, Bismarck, Bismarck. Von mir redet kein Mensch. Es ist verständlich, Majestät, seine lange Regierung sei der europäische Ruf seines Namens. Aber der Zar war doch von vollendeter Liebenswürdigkeit. Ich habe ihn um den Finger gewickelt. Der gute Onkel Alexander frisst mir aus der Hand. Was ist wichtiger als Verträge und die ewig sorgende feuchte Stirn des Kanzlers? Ich werde die Außenpolitik des Reiches durch meinen persönlichen Einfluss dirigieren. Aber da fällt mir etwas ein. Eine Überraschung. Ich werde dem Zaren einen Abschiedsgruß signalisieren. Ein großartiger Einfall, Majestät. Wir werden dem Zaren signalisieren... Schuwalow. Ich sehe schwarz. Solange Bismarck in Berlin die Geschäfte führt, wird es noch gehen. Aber... mein Neffe? Gewiss, er ist von Natur aus liebenswürdig. Sehr lebhaft. Mit Interesse für alles Mögliche. Aber zu verworren, zu sprunghaft. Das wird sie mit den Jahren abschleifen. Er ist noch sehr jugendlich. Was gibt es denn schon wieder? Majestät, Signalbotschaft seiner Majestät des deutschen Kaisers. Bitte lesen Sie vor, Schuwalow. Der Admiral des Atlantik grüßt den Admiral des Pazifik. Machen Sie keine Scherze. Es steht hier so, Majestät.
Das ist doch nicht gut möglich. Befehl, Majestät, eine Antwort? Signalisieren Sie gute Reise. Tag, Herr Geheimrat. Na, Tenno, wie geht's? Danke, Gehorsams, Herr Geheimrat. Ausgezeichnet. Hat er sich gut erholt? Er muss, Herr Geheimrat. Herr Dr. Schwenninger hat ihm das Trinken verboten. Und passt auf, dass er Diät hält. Und was sagt der Fürst? Er sagt nichts. Er schimpft. Das ist doch wirklich unglaublich. Was denkt sich denn der junge Mann? Reist von einem Land ins andere und ich habe hier monatelang nichts anderes zu tun, als das Porzellan wieder zusammenzukitten, das er mit seinen Trinksprüchen zertempert hat. Seine Majestät ist jung. Er will zeigen, dass er nun auch mitreden kann. Aber er stiehlt mir meine Zeit. Soll doch erst mal was lernen, dann kann er einen Politiker spielen. Ich muss jetzt den Kopf frei haben für meine Arbeitergesetzgebung. Höchste Zeit, dass ich sie zum Abschluss bringe. Aber die soziale Gesetzgebung, euer Durchlauf, ist doch einzigartig. Die Unfall- und Invaliditätsversicherung, die Altersversorgung, ja, kein das, anderes das Land... Das ist doch nur ein Anfang, Holstein. Naja, Sie sind Außenpolitiker, Sie sehen das nicht so. Also was haben Sie denn noch? Nicht auch mal was Angenehmes? Ein Bericht unseres Konsuls in Kiew über strategische Bewegungen in Russland. Kiew? Da sitzt doch der Raff auf. Der versteht doch gar nichts vom militärischen Ding. Möchte sich wohl einen Orden verdienen. Was? Russischer Aufmarsch an der österreichischen Grenze? Drittes Garderegiment? Und dann schreiben Sie dem mal, er soll mich nicht für dumm verkaufen. Ob er nicht weiß, dass ich Russisch kann. Das dritte Garderegiment in Petersburg ist strafversetzt worden. Habe ich vor 4 Wochen schon in russischen Zeitungen gelesen. Auf den Orden, da kann er lange warten. Da schicken Sie eine Abschrift davon an den Generalstab zur Kenntnisnahme und das hier zu den Akten. Soll der Bericht nicht seiner Majestät vorgelegt werden? Aber wozu denn? Der Kaiser benutzt das womöglich als Gelegenheit, um wieder mit dem Säbel zu rasseln und schickt dem Herrn Konsul einen roten Adlerorden, wenn es nur die fiete Güte ist. Herein. Ach, das noch. Zaum durchlaufen. Sehen Sie sich das an, Holstein. Das ist nun mein Frühstück. Geheimrat von Holstein. Mein guter Geist im Auswärtigen Amt, Dr. Schwenninger, mein Quälgeist im Ministerium des Inneren. Durchlaufen müssen abnehmen, das sieht doch ein jeder. Plenus ventern, uns tut et libenter. Morgens eine Tasse Pfefferminztee, Punkt 11 Uhr einen Apfel und mittags Haferflocken. Und abends ein Hering. Bismarck-Hering. Dass Durchlaufen noch lebt, ist ein Wunder. Zum Frühstück ein Dutzend Spiegeleier, um 11 Uhr Schinken im Burgunder, mittags eine Kalbshaxe und eine ganze Ente als Vorspeise. So was früher. Von irgendetwas muss der Schornstein rauchen, wenn man so viel arbeitet wie und ich. So wenig schläft. Weil man nicht schlafen kann. Weil man so viel frisst. Was? Und was denn sonst? Jetzt essen Sie erst mal Ihren Apfel durchlaucht. Na ja, nun geben Sie schon her. Wenn ich schon fressen soll wie die Kuh auf der Weide, dann wäre es richtig. Da ist eine Made drin. In 26 Minuten hole ich Sie ab zum Spaziergang. Na ja. Hat ja recht. Aber sagen Sie ihm nichts. Sehen Sie mal hier, Holstein. Das ist was. Wie? Bock. Dann erzählen Sie mal, was gibt's denn Neues in Berlin? Ach, nicht eben viel Durchlauf. Das übliche Bild, wenn der Chef abwesend ist. Jeder der Herren besinnt sich auf die Bedeutung seiner eigenen Persönlichkeit. Ach, lassen Sie ihn doch das Vergnügen. Denen macht's Spaß. Und mir schadet's nichts. Was macht denn unser guter Bötticher? Ja, Stellvertreter. Er bemüht sich vergeblich, der Welt ein cäsarisches Gesicht zu zeigen. Ist es so recht, Exzellenz, oder wollen wir noch einen halben Zentimeter abschneiden? Nee, danke, ist ausgezeichnet. Exzellenz, können Sie sich meine Freude vorstellen. Majestät hat mir den Titel Hoffriseur verliehen. Oh, gratuliere. Verbindlichen Dank. Morgen kommt ein neues Schild über die Tür. Rechts und links eine Krone. Großartig, großartig. Erlauben Sie bitte? Bitte? Die Haare wie immer? Mhm. Bitte? Seine Majestät trägt neuerdings die Haare etwas mehr hochgekämmt. 2,5 Zentimeter tolle. Der Herr Reichskanzler könnte das nicht mehr. Sagen Sie, Exzellenz, ist das wahr, was mir gestern Herr von Oldenbach erzählt hat? Die Gesundheit des Herrn Reichskanzlers soll so schlecht sein. Er schläft überhaupt nicht mehr. Nicht zu viel wegnehmen nach rechts. Und jetzt auch noch die Leber? Ja, was für ein Unsinn. Es geht ihm viel besser. Seit der Dr. Schwenninger ständig bei ihm ist. So. Ach, er hat jetzt ständig einen Arzt bei sich? Ja.
Interessant, interessant. Adieu, Exzellenz, adieu. Ja. Der Reichstagabgeordnete von Webski sagte mir neulich, aber vertraulich, selbstverständlich, ganz vertraulich, wer der Nachfolger des Fürsten wird. Ja, nun bin ich aber gespannt. Ja, Euer Exzellenz selbst, wer denn sonst? Der Exzellenz will es nicht zugeben, Exzellenz sind diskret. Aber die Frau Exzellenz von Bühl hat mit ihrer verehrten Frau Gemahlin gesprochen. Das hat mir Herr von Bühl persönlich gesagt. Ich weiß Bescheid, Exzellenz, ich weiß Bescheid. Zufrieden? Ja, ausgezeichnet, ja. Ja, ja. Das ist ausgezeichnet, ja. Exzellenz werden glänzen heute Nachmittag. Ich wieso? Exzellenz geben doch heute einen Tee. Ach so, ja, was, das wissen Sie auch schon? Es waren heute schon mehrere Herren hier, die Ehre haben, bei Eurer Exzellenz geladen zu sein. Ja. Aber meine Diskretion ist der Stadt bekannt. Ja, ja. Herr von Lucanus wird dabei sein, Graf Eulenburg. Aus des Nachbars Haus trat mein Lieb aus, hielt ein Röslein in der Hand. Und ich stand am Zaun, konnt nicht satt mich schauen, nicht ein Wort zum Gruß ich fand. Hochbegabter Mensch. Dichter, Musiker und Diplomat. Und der Kaiser duzt. Wird es noch weit bringen. Sieh dies Röslein hier, sieh das soll dein eigen sein. In der Rosenzeit war das Herz so weit, war das schönste Röslein mein. Da muss man sich gut stellen. Er war mit SM in England, Russland und Österreich. Und auch mit Bismarck befreundet. Mit beiden? Wenn das man gut sieht. Süß, himmlisch, noch eins. Bitte, wilde Rose, ja? Ach ja, tun Sie der Jugend den Gefallen. Das muss doch wirklich reizen. Reizen. Das Tollste. Die Arbeiter streiken im ganzen Kohlenrevier, wollen höhere Löhne haben, wollen sonntags nicht mehr arbeiten. Was sagen Sie dazu? Einfach in die Fresse schlagen. Sang ein Lied von einer wilden Rose. Mein Vetter Anin, der ist mit Bismarck Schwiegersohn verwandt. Die Belgarder Linie, der sagt das auch. Der Alte nimmt Morphium. Dornen ringsumher, wenn die Lieb doch ohne Dornen wär. Der arme Kaiser, der muss sich bald nach einem anderen umsehen. Vielleicht nach unserem Gastgeber? Nein, aber es kann doch auch gut ausgehen. Solange der eine in Friedrichsruhe sitzt und der andere in Berlin, ja. Aber lassen Sie die mal zusammenkommen. Der Kaiser soll gesagt haben, man muss Friedrichsruhe umtaufen, in Bismarck rufen. Der Kaiser ist ein schneidiger Herr. Der Kaiser ist himmlisch. Dornen, Dornen, acht der Dornen nicht, wenn die Blüte aus der Knospe bricht. Noch ein Künstler, ein Maler, meine Damen. Guten Tag, Herr von Heiden. Der Amateur errötet, wenn der echte Künstler auftritt. Meine Damen, dies ist Herr von Heiden. Er malt gerade seine Majestät. Ja, aber ich male auch schöne Damen. Und anderes. Sehen Sie den Kopf doch mal nach links. Danke. Und jetzt wieder hierher. Halt! Ausgezeichnet. Behalten Sie diesen Ausdruck bei. Er hat ganz die edle, stille Größe, die ich brauche. Kann ich mir nicht mal einen Augenblick hinsetzen? Mir zittern schon die Beine. Nein, nein, bleiben Sie stehen, das ist gerade gut. Ihr schmerzlicher Gesichtsausdruck wirkt dadurch viel echter. Nächste Woche sind wir sowieso fertig, da können Sie dann sitzen, so viel Sie wollen. Können Sie nicht vielleicht noch ein Bild von mir malen, Herr Baron? Meine Olle kann die paar Merker dringend gebrauchen, die ich dabei verdiene. Lieber Freund, ich kann doch nicht einen Christus nach dem anderen malen. Aber ich will mal sehen, was sich für Sie tun lässt. Ich habe schon mit einigen Bekannten über Sie gesprochen. Meine Gespräche mit Ihnen waren ja sehr aufschlussreich. Sogar seiner Majestät habe ich von Ihnen erzählt. Er wird mir den Meter ohne bezahlen. Seine Majestät,
Was denn, deine Majestät schon? Es ist doch erst 10. Da verschwinden Sie, mein Junge. Deine Majestät schon im Haus, um Gottes Willen. Wundervoll, halt! Prachtvolles Wetter. Heute Morgen schon wundervollen Ritt im Tiergarten gemacht. Eulenburg konnte kaum mitkommen. Fleißig gewesen, mein Lieber. Bravo. Das Bild wird dem Zaren gefallen. Sehr schön. Nur in die Krone würde ich noch ein bisschen mehr Glanz hineingeben. Vielleicht ein Sonnenstrahl. Wundervoll. Ich werde sofort mit der Ausführung beginnen. Darf ich Eure Majestät bitten, Platz zu nehmen? Wer ist denn das? Das ist mein Modell für den Christus, Eure Majestät. Ich bitte Eure Majestät vielmals um Verzeihung. Ich hatte nicht mit dem frühen Erscheinen Eure Majestät gerechnet. Verschwinden Sie schon mal, Junge. Nein, nein, bleiben Sie mal. Ist ja sehr interessant. Ist das der Mann, von dem Sie mir erzählt haben? Jawohl, Majestät. Kommen Sie mal her. Fangen Sie ruhig an. Also Sie sind dieser Sozialdemokrat. Jawohl, Majestät. Aber ich bin stramm königstreu. So. Soldat gewesen? Jawohl, Majestät. Unteroffizier. Weil ich habe Leute verwundet. Auszeichnung? Zu Befehl. Eisernes Kreuz. Sagen Sie mir, lieber Mann, Sie scheinen doch ein anständiger Mensch zu sein. Was haben Sie als ehemaliger Unteroffizier mit dem Eisernen Kreuz bei den Sozialdemokraten zu suchen? Zu Befehl, Majestät. Ich bin 43 Jahre alt und habe 5 Kinder. Meine Frau hier die ganze Woche auf Wäsche. Und was meine beiden Ältesten sind, die sind 10 und 12, die arbeiten bei Borsig. Sonntags kellneriere ich. Wenn wir nur alle zusammen nicht so viel verdienen, dass wir die Miete bezahlen und uns satt essen können, dann ist die Welt nicht in Ordnung. Und deshalb bin ich Sozialdemokrat. Ach, deshalb sind Sie... Und so wie uns, so geht es allen. Daran ist der Kapitalismus schuld. Weil den Herren Unternehmern ihre Dividenden niemals hoch genug sein können. Deshalb müssen Millionen von Arbeitern hungern. Das verstehen Sie nicht. Wenn die Löhne erhöht werden, dann ist die deutsche Industrie auf dem Weltmarkt nicht mehr konkurrenzfähig. Dann können die Fabriken zumachen. Und die Arbeiter haben überhaupt nichts mehr. Nein, nein! Lassen Sie mal Eulenburg. Ich verstehe das sehr gut. Deswegen gehören nämlich die Fabriken in die Hand des Arbeiters. Und zwar auf der ganzen Welt. Dann gibt es keine Konkurrenz mehr. Sie scheinen sich ja recht eingehend mit diesem Problem beschäftigt zu haben. Zu Befehl, Majestät. Deshalb bin ich auch Sozialdemokrat. Jetzt können Sie aber wirklich verschwinden, Herr Junge. Zu Befehl. Guten Morgen, Majestät. Guten Morgen. Bitte tausendmal um Vergebung, Majestät. Ich bin untröstlich. Ich werde selbstverständlich dafür Sorge tragen, dass ein solcher Auftritt sich nicht wiederholen wird. Ich weiß gar nicht, was Sie wollen. Das war doch hochinteressant. Man muss solche Dinge kennen. Das sind arme, bemitleidenswerte Menschen, die von ein paar vaterlandslosen Gesellen verführt werden. Das ist eine Gefahr. Aus solchen Stimmungen erwachsen Revolutionen. Man muss diesen Sozialdemokraten den Wind aus den Segeln nehmen. Ich werde mich sofort mit Bismarck in Verbindung setzen. Dem Kaiser liegt die soziale Frage neuerdings sehr am Herzen. Mir schon immer. Majestät möchte einen Aufruf erlassen und in begeisterter Sprache seine warmen Gefühle auch für den letzten seiner Untertanen zum Ausdruck bringen. Majestät will den Arbeitern eine glanzvolle Zukunft versprechen und damit ein weiteres Anwachsen der Sozialdemokratie verhindern. Und auf welche Weise gedenkt der Kaiser, sein Versprechen einzulösen? Darüber hat sich Majestät noch nicht geäußert. Ja. Es soll vor allem eine andere Stimmung erzeugt werden. Majestät will die Herzen des Volkes gewinnen. Majestät denkt beispielsweise an die Einführung eines gemeinsamen morgendlichen Gottesdienstes in den Betrieben, an eine Erhebung und Läuterung der Seelen. Großartige Idee. Veranlassen Sie bitte, dass die Abgeordneten des Reichstages von jetzt ab jeden Morgen 10.15 Uhr mit mir im Reichstag zum Gebet antreten werden. Nein, nein, lieber Böttcher. Man löst die soziale Frage nicht, indem man darüber redet, sondern indem man handelt. Auf meinem Schreibtisch, da liegen die neuen Entwürfe. Krankenkasse, Wohnungsbau, Kinderfürsorge und so weiter. Und wenn das den Parteien nicht in ihren Kram passt, dann werde ich es ohne die Parteien durchführen. Durchlauf wollen also wieder kämpfen? Wenn es sein muss. Durchlauf sind also gegen einen Aufruf an das Volk. Ja. Ich will den Leuten nicht goldene Berge versprechen, solange sie nicht anständige Lebensbedingungen haben. Majestät wird sehr enttäuscht sein. Sehen Sie sich das mal an, Böttcher. Ein Staat, der wächst nach denselben strengen Gesetzen wie die Natur. Es wäre doch schön, wenn man die Menschen auch so heranziehen könnte wie die Bäume. Ja, gewiss, Durchlaucht, aber
Die Menschen wachsen nicht so zuverlässig wie die Bäume. Nein, immer gelingt es nicht. Aber Sie, Sie sind doch auch aus meiner Baumschule, Bettlicher. Bleiben Sie ein guter, starker Baum. Ich möchte mich auf Sie verlassen können. Einen Hunger habe ich schon wieder. Also. Meine Majestät war außer sich, als ich ihm das Ergebnis berichtete. Schickt mich nach Friedrichsruh und bekommt eine glatte Absage. Ein Refus. Was sagen Sie dazu? Alt und Jung verträgt sich selten. Ja. Der Gründer des Reiches baut seinen Staat eben so aus, wie er will. Die Bezeichnung Gründer des Reichs hört Majestät nicht gerne. Majestät sagt neuerdings, Kaiser Wilhelm der Große hat das Reich gegründet. Ja, aber man kann es auch so ausdrücken. Vor allen Dingen hat Majestät den Ehrgeiz, selbst etwas zu tun und nicht immer bloß Zuschauer zu spielen. Das ist ein sehr verständliches Gefühl. Friedrich der Große wäre auch nie der Große geworden, wenn er bei seinem Regierungsantritt einen Bismarck vorgefunden hätte. Donnerwetter. Das ist ein Wort. Großartig. Na, außerdem ist der alte Mann sehr krank. Krank? Na, ich muss sagen, also gestern wirkte er sehr frisch und munter. Na, soviel ich weiß, nimmt er Morphium. Wissen Sie das genau? Darüber muss man aber doch den Kaiser informieren. Also, meine Herren, wir müssen uns darüber klar sein. Der Kanzler wird nicht mehr so lange arbeiten können, wie wir angenommen haben. Sei es wegen seiner Krankheit, sei es wegen unseres jungen Herrn. Sie beide möchten doch Kanzler werden, hm? Seien so ehrlich, meine Herren, sehr zum Wohl. Also ich persönlich hasse das Licht der Öffentlichkeit. Es verwirrt die Klarheit der Gedanken. Paul, gib es aber ein bisschen Soße, ja? Mir wieder auch, ja? Also ich bleibe, was ich bin. Können wir mit Ihnen rechnen? Sie müssen sogar mit mir rechnen. Ja, von Außenpolitik verstehen Sie doch beiden nichts. Also stellen Sie sich gut mit mir, meine Herren. Ich bin unentbehrlich. Ein Meisterschuss, Majestät. Jeder meiner Scharfschützen würde Majestät um diese Treffsicherheit beneiden. Der 46. heute, die 50 müssen voll werden. Geben Sie mir ein Glühwein. Majestät hat nicht nur mit der Büchse diese Treffsicherheit. Die Probleme dieser Welt erkennen, aufs Korn nehmen und im Kernschuss treffen, das Unerlernbare macht das Genie. Blattschuss! Sie sind das erste Mal auf einer Hofjagd, Herr von Bertier? Ja, ich finde es herrlich. Wenn Sie öfters dazu eingeladen werden wollen, würde ich Ihnen raten, nicht allzu gut zu schießen. Wieso? Majestät weiß es zu schätzen, wenn er selbst die größte Strecke hat. Ich bin sehr verbunden, dass Sie mir das sagen. Also bitte, meine Herren, sagen Sie mir ehrlich und ohne Schmeichelei, bin ich auf dem richtigen Wege, wenn ich mich in landesväterlicher Fürsorge meiner Arbeiter annehme? Vollkommen, Majestät. Eine bewundernswürdige Tat, Majestät. Warum hindert er mich dann? Ich verstehe ihn nicht. Vielleicht versteht er die Gedanken eurer Majestät nicht mehr. Er fühlt nicht den Pulsschlag unserer heutigen Zeit. Ein alter, kranker Mann, der sich nur mit Morphium aufreicht. Die Geschichte soll einmal über mich urteilen, dass ich meiner großen Ahnen würdig war. Tja, aber auch Friedrich der Große wäre niemals der Große geworden, wenn er bei seinem Regierungsantritt einen Bismarck vorgefunden hätte. Ja, Friedrich war frei. Nur Gott verantwortlich, der uns eingesetzt hat. Hast du gehört, was die reden? Nee. Also halte ich fest, die wollen den Bismarck absetzen. Den Bismarck? Ist ja Unsinn. Aber wir reden ganz offen davon. Vorhin, ich stehe neben dem langen Dünnen da. Siehst du, und auf einmal, ich denke, ich höre nicht recht. Sagt der, heute ist Großwaldjacht. Heute wird Bismarck abgeschossen. Das ist doch nicht möglich. Unbedingt nur, du sofort nach Berlin zurückkommst. Du musst eingreifen. Es hat sich um den Kaiser ein Kreis gebildet, eine Kamarilla, die ständig gegen dich hetzt und wühlt. Namen nennen. Waldersee, Heiden, Holstein, Bötticher. Von denen habe ich nichts anderes erwartet. Die Mittelmäßigkeit tut immer groß, solange sie allein auf dem Felde ist. Wenn ich zurückkomme, war keiner von den Herren mir das Maul aufzumachen. Du darfst sie nicht unterschätzen, Vater. Alle zusammen sind eine Macht. Viele Nullen geben noch keine Zahl. Aber eine einzige Eins vor den Nullen und es ist eine Million. Diese Eins ist der Kaiser.
Seine Macht hat er von dir, aber er hat sie und will sie ausüben. Die schmeicheln ihm, sie kriechen um ihn herum und lassen keinen ehrlichen Menschen mehr an ihn heran. Sie zeigen ihm die Welt ganz anders, als sie in Wirklichkeit ist. Du siehst es ja an der Arbeiterfrage, dieses dilettantische Geschwätz. Mein lieber Junge, Feinde zu haben, ist für mich eine alte Gewohnheit. Verschwörungen gegen mich tagen in Permanenz. Seit 30 Jahren werde ich ununterbrochen gestürzt. Alles zusammengenommen hat wenigstens das Gute, dass mir mein Amt nicht langweilig wird. Ich habe tief bekümmerten Herzens bemerken müssen, dass im Kreise meiner allerengsten Mitarbeiter meine Absichten missverstanden und sogar bekämpft werden. Ja, es ist sogar das Wort Opposition gefallen. Eine Opposition ist in meiner Umgebung ein Unding. Wie der Efeu sich um den knorrigen Eichenstamm legt, ihn schmückt mit seinem Laub und ihn schützt, wenn Stürme seine Krone umbrausen, so schließen sich meine Mitarbeiter um mein Haus. Uns, die wir von Gottes Gnaden auf dem Thron sitzen, ist es vom Himmel als eine heilige Pflicht auferlegt, dass wir uns der Armen und Ärmsten annehmen. Denn auch sie sind unsere Brüder in Christo. Herrlichen Zeiten werde ich mein Volk entgegenführen. Wer mir dabei helfen will, ist mir willkommen. Wer sich aber gegen mich stellt, den zerschmettere ich. Ich werde einen Kronrat einberufen, Herr von Bötticher. Bitte benachrichtigen Sie den Herrn Reichskanzler, ich erwarte seine Rückkehr. Nett von Ihnen, dass Sie mich abholen. Ich freue mich immer, wenn der erste Berliner, den ich treffe, ein Freund ist. Ich darf Sie doch hoffentlich noch so nennen. Aber doch, Laut, das ist doch selbstverständlich. Na gut, selbstverständlich ist das gar nicht. Wenn ich jetzt zum Beispiel in Berlin ins Amt komme, dann sehe ich auch 100 gebückte Rücken und bekomme ebenso viel freundschaftliche Händedrücke. Aber insgeheim denken die meisten doch, wenn wir den alten Kerl nur endlich loswerden. Ach doch, Laut, Chef. Sagen Sie mal, wissen Sie eigentlich, was es da im Kronrat geben wird? Nein, leider. Wir wissen überhaupt nichts. Also Überraschung von Majestät. Ja, vermutlich. Ja. Wenn Majestät irgendwelche bedeutsamen Vorschläge machen sollte, verschieben wir einen Beschluss, bis das Staatsministerium intern darüber beraten hat. Ja, wie durch auch wünschen. Bitte verständigen Sie die Kollegen noch rasch davon, bevor der Kronrat beginnt. Ich bin daher festen Willens, das Los meiner arbeitenden Untertanen so weit zu verbessern, dass ihre berechtigten Klagen verstummen müssen. Bedingung hierfür ist, dass die deutsche Industrie auf dem Weltmarkt trotzdem konkurrenzfähig bleibt. Das lässt sich aber nur durch eine internationale Verständigung erreichen. In der Überzeugung, dass auch andere Regierungen von denselben idealen Wünschen beseelt sind wie wir, habe ich mich entschlossen, eine Konferenz aller Industriestaaten Europas nach Berlin einzuberufen und entsprechende Abmachungen zu treffen. Zum Schutze und zum Segen der Arbeiter im Deutschen Reich und in der ganzen Welt. Berlin, 27. Januar 1890. An meinem Geburtstag soll dieser Erlass dem deutschen Volk verkündet werden. Was sagen Sie dazu, Durchlaucht? Die Formulierung der Gedanken und der Stil des Aufrufes sind bewunderungswürdig. Zu viel Lob für mich allein. Herr von Bötticher hat mir dabei geholfen. Herr von Bötticher. Ja, allerdings. Majestät war so gütig, mich heranzuziehen. Also, Sie sind einverstanden? Nicht so ganz, Majestät. Ich habe noch einige Bedenken. Aber es muss sofort etwas geschehen. Die Sozialdemokratie wird immer stärker und die Wahlen stehen vor der Tür. Gerade deshalb muss ich Euer Majestät von diesem Schritt abraten. Wir würden damit den Sozialdemokraten die beste Wahlparole in die Hand spielen. Die Parteiredner würden in alle Welt hinausschreien, hier, lest, der Kaiser gibt selbst zu, dass wir recht haben. Königstreue Männer haben mir zu diesem Schritt geraten. Ich bin auch königstreu, Majestät. Aber ich trage die Verantwortung. Rein Majestät, ich. Dem Souverän werden immer nur die Erfolge gut geschrieben. Die Misserfolge hat der Regierungschef zu tragen. Sie sind eben ein Arbeiterfeind. Ich kann nur annehmen, dass Euer Majestät sich der Bedeutung dieses Wortes nicht ganz bewusst sind. Euer Majestät scheint vergessen zu haben, dass ich bereits seit Jahren an einem großen sozialen Gesetzwerk arbeite.
Sie haben doch gar keine Beziehung zum Volk. Ich bin Landwirt, Majestät. Ich kenne jeden meiner Knechte und Arbeiter mit Namen. Ich kenne die Sorgen vom Bauern Nusche aus Schönhausen ebenso gut wie die des Ziegeleiarbeiters Krampke aus Warzin. Um Beziehungen zum Volk zu haben, muss man nämlich unter dem Volk leben. Ich glaube nicht, dass jemand hier im Raum öfter unter das Volk kommt als ich. Bitte machen Sie doch das Fenster zu. Majestät, unser Ziel ist doch das gleiche. Nur der Weg, den Euer Majestät einschlagen, ist nicht gangbar. Der Sozialismus ist nämlich keine internationale, sondern eine nationale Angelegenheit. Der am leichtesten das Geld dafür aufbringen kann, der Staat muss die Sache in die Hand nehmen. Einen deutschen Staatssozialismus müssen wir anstreben. Von oben her, aber nicht unter dem Druck der Straße. Ja, das ist doch gar nicht durchzuführen. Sie würden noch niemals eine Mehrheit dafür im Reichstag erhalten. Dann werde ich den Reichstag auflösen. Ja, wollen Sie denn wieder kämpfen? Wenn es um das Wohl des Volkes geht, ja. Aber ich will kein Blut vergießen. Je später der Kampf beginnt, umso härter wird er sein müssen. Denn der Gegner wird umso stärker sein. Wenn Euer Majestät heute davor zurückschrecken, wird vielleicht eines Tages das ganze Reich im Blut untergehen. Sie weigern sich also, meinem Erlass zuzustimmen? Ich rate davon ab. Ich will es aber so haben. Geben Sie mir doch auch einmal nach. Wenn Euer Majestät meinem Rat keine Bedeutung mehr beilegen, weiß ich nicht, ob ich auf meinem Platz als Reichskanzler verbleiben kann. Jetzt bin ich in einer Zwangslage. Was sagen Sie, mein Herr? Ich schließe mich der Ansicht des Herrn Reichskanzlers an. Natürlich. Und die anderen Herren? Ich finde die Argumente des Herrn Reichskanzlers richtig. Ich bin derselben Meinung. Ja. Allerdings. Ich stimme dem Herrn Reichskanzler bei. Und Sie? Böttcher? Ja, ich bitte um Verzeihung, man müsste sich den Fall noch einmal überlegen. Ich könnte mir vorstellen, dass man vielleicht in einer Kabinettssitzung durch eingehende Beratung und durch Veränderung der Formulierung zu einem für beide Seiten tragbaren Kompromiss gelangen könnte. Dann erkläre ich den Kohlrat für geschossen. Ein Skandal. Es ist unglaublich. Das sind nicht meine Minister, das sind Bismarcks Minister. Haben da gesessen wie die verprügelten Schuljungs. Hanke, Lucanus, was sagen Sie dazu? Majestät, die Firma Bismarck und Sohn fühlt sich sehr sicher. Firma Bismarck und Sohn ist ausgezeichnet. Und dieser Böttcher hat mich sehr enttäuscht. Windet sich wie ein Aal. Durchlauf. Ich möchte ein paar Worte der Aufklärung. Majestät hatte mich zur Mitarbeit. Unter der Bedingung strengster Diskretion. Ich bedauere, wenn ich durch diesen Vorfall oder Durchlauf vielleicht in falschem Licht erscheine. Wir fahren in der Beratung vor. Ich hoffe, die Herren sind mit mir darüber einig, dass die geplanten Erlasse seiner Majestät gefährlich und daher abzulehnen sind. Ich werde Majestät im Namen des Kabinetts die Vertrauensfrage stellen. Ich möchte wissen, meine Herren, wie weit ich mich auf Sie verlassen kann. Wenn eure Leute etwa zurücktreten sollten, legen wir alle unsere Ämter nieder. Selbstverständlich. Ist das für die anderen Herren auch selbstverständlich? Herr Kriegsminister. Ich finde, wir müssten Majestät etwas entgegenkommen. Man kann den Kaiser doch nicht so vor den Kopf stoßen. Vielleicht könnte man die Erlasse anders formulieren. Ja, in irgendeiner Form müsste man doch etwas zustande bringen, um seiner Majestät nicht zu missfallen. Ich meine, um ihn zufriedenzustellen. Zufriedenzustellen? Wenn ein Minister seinem Kaiser verschweigt, dass er sich nach seiner Ansicht auf staatsgefährlichen Wegen befindet, so ist das Übergang zum Landesverrat. Wenn das Ministerium nur handeln will, um dem Kaiser zu gefallen, kann ich mir ebenso gut 6 Briefträger hierher setzen. Bravo. Ich stehe bedingungslos an der Seite eurer Durchlaucht. Ich kann mich diesem Standpunkt nicht anschließen. Ich respektiere die Wünsche meines Souveräns.
Ich auch. Schließlich haben wir Majestät in alter Treue geschworen. Ich meine... Das heißt, das Ministerium ist nicht mit mir einig. Ich stelle fest, zum ersten Mal seit 28 Jahren werde ich von meinem Ministerium in einer entscheidenden Frage im Stich gelassen. Das ist beschämend. Die Herren haben Angst. Ich verbitte mir diesen Ton, Herr Staatssekretär. Er hat vollkommen recht. Ach, sehr richtig, Angst. Können Sie so etwas sagen? Aber warum schreibt er denn rum? Ich bin Soldat. Mein junger Herr, nur die Kriegsherren. Aber hier sind die Minister. Ein Herr ins Feuer gießen. Ich werde aus dieser Situation meine Konsequenzen ziehen. Ich werde Majestät bitten, mich von der Führung der Innenpolitik zu befreien und werde mich in Zukunft allein auf die Außenpolitik beschränken. Ob meine Warnungen richtig gewesen sind, werden die Wahlen beweisen. Bebel! 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 Freisinnige 228.564, Konservative 447.294, Zentrum 568.845. Und die Sozialdemokraten? 989.654. Danke. 989.654. 50% mehr als bei den letzten Wahlen. Da hat er das Ergebnis seiner Volksbefragung. Das geschieht ihm recht. Warum hört er nicht auf dich, Ottochen? Wissen Sie was, Durchlauf? Schmeißen Sie doch dem jungen Herrn ganz einfach den ganzen Schmarrn vor die Füße. Fahren Sie friedlich nur Ihren Kohl und leben Sie der Gesundheit. Sie haben doch, weiß Gott, genug für die Unsterblichkeit getan. Für die Unsterblichkeit ja, aber nicht für Deutschland. Ich kann dem jungen Herrn das Reich nicht einfach als Spielzeug überlassen. Graf Eulenburg. Verzeihen Sie die späte Stunde, Durchlauf. Ich bin untröstlich, Fürstin. Guten Abend, Herbert. Ich komme eben vom Schloss, Herr Doktor. Majestät ist entsetzt über den Ausgang der Wahlen. Jetzt ist er entsetzt. Dir rief die Geister, wird er nun nicht los. Majestät lässt Sie dringend um eine sofortige Besprechung bitten, Durchlaucht. Die Wahlen kann ich jetzt auch nicht mehr rückgängig machen. Majestät weiß nicht, wie er vor diesem Reichstag seine Militärvorlage durchbringen soll und rechnet fest mit Ihrer Hilfe, Durchlaucht. Ach. Mit meiner Hilfe. Jetzt braucht der Kaiser auf einmal meine Hilfe. Nur Ihre Autorität, Durchlaucht, kann diesen Reichstag zu vernünftigen Beschlüssen bringen. Der Kaiser hat alles getan, um meine Autorität zu untergraben. Die Spatzen pfeifen von den Dächern, dass ich in Ungnade bin. Und jetzt soll ich die Wünsche des Kaisers vor dem Reichstag vertreten. Gut. Sagen Sie dem Kaiser, dass ich komme. Aber ich komme nur, um mir Vollmachten zu holen. Unbeschränkte Vollmachten. Wenn der Kaiser mich braucht, dann muss er auch voll und ganz hinter mir stehen. Haben Sie schon gehört? Der Kaiser und Bismarck haben sich wieder ausgesöhnt. Bismarck hat alle Vollmachten. Selbstverständlich. Was haben Sie denn gedacht? Das ist doch furchtbar. Wer will denn den Alten nie los? Sie sind natürlich der Erste, den er jetzt hinauswerfen wird. Entsetzlich. Zuzutrauen ist ihm alles. Soll ja da oben grässlich herumtoben. Haben Sie denn wirklich geglaubt, mit einer kleinen Intrige einen Bismarck stürzen zu können? Dazu braucht es schärfere Waffen, Exzellenz. Ich hoffe, Sie sind noch auf meiner Seite, Herr Geheimrat. Sie drücken das falsch aus. Höchstens könnten Sie doch auf meiner Seite stehen. Aber ich brauche keine schwächlichen Bundesgenossen, ich bin mir selbst genug. Sie werden also weiter gegen ihn kämpfen? Ich verstehe Sie nicht. Ich habe ja noch gar nicht angefangen. Haben Sie schon gehört? Der Kaiser und Bismarck? Ja, Neuigkeiten pflege ich als Erster zu erfahren, Exzellenz. Ach, Sie sind auch schon wieder hier? Jawohl, ich bin auch hier. Und ich werde auch hier bleiben. Lassen Sie mich nicht rauswerfen. Ich gehe zum Kaiser. Vorstand. Ja, durchaus, bitte. Die Kabinettsordnung vom 7. September 1852. Jawohl, werde sie sofort heraussuchen lassen. Jawohl, durchaus, wird geschehen. Na,
Das ist ja ein großartiger Schachzug. Bismarck lässt eine Kabinettsorder aus dem Jahr 1852 herausholen, sechsmal abschreiben und heute noch sämtlichen Ministern zustellen. Was steht denn da drinnen? Die Kabinettsorder verbietet den Ministern den direkten Verkehr mit dem Kaiser, Herr von Bötticher. Nun sehen Sie mal an, jetzt dürfen Sie nicht einmal mehr aufs Schloss laufen. Den Wagen für meinen Vater, er fährt in den Reichstag. Das Volk ist der Diktatur des Fürsten Bismarck müde. Er will uns in neue Kriege verwickeln. Kriege, die zum Ruhme des Herrn von Bismarck geführt werden. Wer stolz darauf sein mag, den traurigen Beinamen der Eiserne Kanzler zu führen. Dazu braucht er immer mehr Soldaten und immer mehr Kanonen. Für seinen Ruhm und für den Profit von Grauzungen und Schlot, Baronen, sollen wir unsere letzten Groschen für neue Steuern hergeben. Darum erkläre ich im Namen meiner sozialdemokratischen Freunde, dass wir getreu den pazifistischen Grundsatz einer internationalen Weltverbrüderung die Militärkredite ablehnen. Bismarck antwortet. Bismarck antwortet den Sozis. Dass der Abgeordnete Bebel die Militärkredite ablehnt, ist für mich weder von Bedeutung noch von Interesse. Ich habe von der linken Seite des Hauses in dem Vierteljahrhundert, in dem ich an diesem Platz stehe, noch niemals irgendeine Zustimmung gehört. Trotzdem aber sind diese Herren der Meinung, die Regierung habe alles, was sie in diesen Jahren geschaffen hat, dem Deutschen Reichstag zu verdanken. Sehr richtig, hat sie auch. Ich freue mich über Ihre Zustimmung, Herr Singer. Nach Ihrer Logik, meine Herren von der Linken, haben Sie durch ständige Verweigerung der für die Armee notwendigen Mittel die größten militärischen Erfolge erzielt. Sie haben mit dieser Methode 1864 Schleswig-Holstein befreit, 1866 die Schlacht bei Königgrätz gewonnen und im Jahre 1870 Frankreich niedergerungen. Ich habe demnach auch heute die Hoffnung, dass aus Ihrer Weigerung, die notwendigen Militärkredite zu bewilligen, eine starke deutsche Armee hervorgehen wird. Ein richtiger Bismarck-Tag. Der Kaiser wird glücklich sein. Er bekommt seine Regimenter und dazu die Aussöhnung mit dem Fürsten. Glauben Sie wirklich? Natürlich, der Kaiser wird auch Bismarck dankbar sein. Dankbar? Monarchen sind nie dankbar. Der Kaiser wird es Bismarck nie verzeihen, dass er ihn um Hilfe bitten musste. Sie rechnen auch immer nur mit den dunklen Seiten des Charakters. Haben vollkommen recht, aber die Rechnung ist bisher auch immer aufgegangen. Lieber Eulenburg, lesen Sie das doch mal. Schreiben Sie davon. Berichte aus Kiew? Truppenbewegung? Österreichische Grenze? Das klingt ja ganz bedrohlich. Ach so, das ist ja uralt. Ich habe diesen wichtigen Bericht seinerzeit Bismarck vorgelegt. Ich bekam ausdrückliche Anweisungen, ihn nicht weiterzuleiten, vielmehr diese bedeutsamen Tatsachen dem Kaiser zu unterschlagen. Unterschlagen? Und der Kanzler wird seine Gründe gehabt haben, sicher sehr ernsthafte Gründe. Natürlich, natürlich. Er wünscht den Kaiser in Unkenntnis der wirklichen politischen Vorgänge zu erhalten, um unentbehrlich zu bleiben. Das glaube ich nicht. Ich werde dem Kanzler die Treue halten. Aber lieber Eulenburg, und den Kaiser verraten? Der Bruch zwischen den beiden Männern ist unheilbar. Was bezwecken Sie eigentlich mit dieser Unterredung? Ich wünsche, dass Sie dem Kaiser die Berichte aus Kiew vorlegen. Was ist das für eine Zumutung? Komme ich dazu, den Zwischenträger zu spielen? Wenn Sie in der Politik Karriere machen wollen, dann gewöhnen sich die primitiven Ehrbegriffe des preußischen Gardeoffiziers ab. Ich mische mich in dieses unsaubere Spiel nicht ein. Wie Sie meinen. Ich rate Ihnen, sich dann einen anderen Beruf auszusuchen. Meine diplomatische Karriere ist mir gleichgültig. Und die Freundschaft des Kaisers? Ist meine Privatsache. Der Kaiser wird über die Handlungsweise des Kanzlers von mir auf jeden Fall orientiert werden.
Ich kann Sie daran nicht hindern. Ich will aber seine Majestät gleichzeitig darüber aufklären lassen, dass Graf Eulenburg, sein liebster Freund, sich geweigert hat, ihn vor drohenden Gefahren zu warnen. Das ist eine Infamie. Das ist dann Politik. Ich hatte immer angenommen, dass Ihre Freundschaft zu seiner Majestät ehrlich ist. Der Kaiser ist mein ganzer Lebensinhalt. Auf den Sie nunmehr verzichten müssen, falls Sie sich nicht entscheiden können, Bismarck oder der Kaiser. Und bei meinen engen Beziehungen zum Hause Bismarck hätten Sie mir eine solche Zwangslage ersparen müssen. Im Gegenteil. Ich brauche Ihre klare Entscheidung. Ich muss mir diese schwierige Situation gründlichst überlegen. Tut mir sehr leid, darauf nicht eingehen zu können. Sie erwarten seine Majestät als Jagdgast in Liebenberg. Ein außerordentlicher Freundschaftsbeweis. Schade. Der Kaiser wird Ihnen eine Absage schicken. Ich könnte mich vielleicht entscheiden. Falls ich beim Studium der Berichte tatsächlich den Eindruck gewinnen sollte, dass der Kanzler eine bewusste... Das ist ja überflüssig. Verstehe nichts von Außenpolitik. Sie haben den Kaiser dahin zu informieren, dass Bismarck ihm wichtige außenpolitische Tatsachen bewusst vorenthält. Ich werde meinem Kaiser auch dieses Freundschaftsopfer bringen. Sofort zurück ins Auswärtige Amt. So offen, Majestät? Ja, offen. Sie sollen endlich sehen, dass ich auch da bin. Warum habe ich diese Berichte nicht sofort erhalten? Sie hätten mich sofort auf die furchtbar drohende Gefahr aufmerksam machen müssen. Es ist die höchste Zeit, die Österreicher zu warnen und Gegenmaßregeln zu treffen. Die Berichte sind vorzüglich. Wilhelm Imperatorix. Na Mensch, was sagst du dazu? An wen geht denn das? An den Chef. Ist dieser Zettel offen durch das Auswärtige Amt gegangen? Ja. Offen, so dass ihn jeder lesen kann? Ja. Da begreifen Sie denn nicht, was das heißt? Der Kaiser wirft meinem Vater völlige Unfähigkeit oder glatten Landesverrat vor und das geht offen durch alle Büros? Es ist von seiner Majestät offen hierher gekommen. Das kann ich ja meinem Vater gar nicht zeigen. Das heißt, ich muss es ihm natürlich sofort zeigen, aber ich weiß nicht, wie ich ihm das beibringen soll. Wie sind denn diese verfluchten Berichte überhaupt in die Hand des Kaisers gekommen? Das ist mir unbekannt. Vielleicht durch den Herrn Chef des Generalstabs. Danke. Es ließ ihn und dabei ist es erst 8:30. Und der Chef schläft noch. Morgen, Herbert. Morgen, Majestät. Durchlaucht. Durchlaucht, aufstehen. Der Kaiser. Was denn? Durchlaucht, seine Majestät ist da. Ein Wort im Vertrauen, lieber Herbert. Bitte, Majestät. Wie steht es nun wirklich um die Gesundheit Ihres Vaters? Gottlob, ausgezeichnet. So. Das freut mich. Man hat mir nämlich gesagt, seine Schlaflosigkeit. Kurz, er hätte zum Morphium seine Zuflucht genommen. Verzeihung, Majestät, aber ich glaube nicht richtig verstanden zu haben. Morphium? Ja. So sagte man mir. Es wäre zwecklos zu fragen, wer sich hinter diesem anonymen Mann verbirgt. Es ließe sich höchstens erraten. Aber ich kann Majestät versichern... Wissen Sie das so genau? Morphinisten pflegen... Ich werde Dr. Schwenninger rufen lassen, Majestät. Wie Sie wünschen. Es ist eine Unverschämtheit, eine Rücksichtslosigkeit. Der alte Kaiser hat dich nie so behandelt. Und dieser unreife Bursche erlaubt sich... Bitte dich, Johanna, keine Majestätsbeleidigung.
Du bist nicht mehr jung genug, um die Fiedler Zuchthaus abzusitzen, die darauf steht. Das ist mir ganz egal. Ich werde hinübergehen und werde ihm sagen, dass du um diese Zeit nicht zu sprechen bist. Ich bitte dich, mach es nicht noch schlimmer, als es ist. Auch das geht vorüber. Haben Eure Majestät schon einmal einen 75-jährigen Morphinisten gesehen, der uns mit seinen Armen noch sämtliche Knochen brechen könnte? Bei mir hat das noch nicht versucht. Ich darf Eure Majestät wohl versichern, dass diese Gerüchte Unfug, und zwar böswilliger Unfug, sind. Eine ganz große Sauerei ist das. Na, na, lieber Professor. Majestät. Es tut mir aufrichtig leid, Ihnen ungelegen zu kommen, lieber Fürst. Mein Souverän hat das Recht, Tag und Nacht über mich zu verfügen. Ich darf mich wohl zurückziehen, Euer Majestät. Meinetwegen ist es nicht notwendig. Aber Ihr Vater scheint es zu wünschen. Euer Majestät einen bestimmten Anlass zu diesem frühzeitigen Besuch? Gewiss. Russland. Die Berichte meines Konsuls aus Kiew. Majestät haben mir auf einem offenen Laufzettel, der jedem zugänglich war, Landesverrat vorgeworfen. Majestät brachten zum Ausdruck, dass ich bewusst wichtige außenpolitische Tatsachen verheimliche. Ich muss verlangen, dass mir Berichte von so einschneidender Bedeutung vorgelegt werden. Die Berichte des Konsuls von Kiew sind völlig bedeutungslos, dem Generalstab seit langem bekannt. Aber ich bin kein Kind mehr. Ich wünsche mir selbst ein Bild über die Lage zu machen. Schließlich trage ich die Verantwortung vor Gott. Für diese Verantwortung kann ich Euer Majestät nicht abnehmen. Aber vor dem Reich habe ich sie zu tragen. Es ist immerhin noch mein Reich. Ja, Majestät, es ist Ihr. Zu zerschlagen, was ich in jahrzehntelanger Arbeit gegen 1000 Widerstände aufgebaut habe, werden Sie das Reich zugrunde richten. Aber ich lasse mir nicht mein Lebenswerk zertrümmern. Ich lasse den Namen Bismarck nicht von der Geschichte lächerlich machen! Es ist doch wohl noch die Dynastie Hohenzollern, die auf dem Thron sitzt. Und nicht die Dynastie Bismarck. Als die Hohenzollern noch als Burggrafen in Nürnberg saßen, da waren die Bismarcks schon märkischer Uradel. Freiwillig dienten sie für ihr Vaterland, den Kurfürsten von Brandenburg. Und als ein Mitglied der Dynastie Hohenzollern dem Thron seiner Väter entsagen wollte, um dem Kampf mit den Parteien auszuweichen, es war im Jahre 1862, Majestät. Da war es ein Bismarck, der den König am Portepee fasste und ihm die Pflichten eines preußischen Offiziers ins Gedächtnis rief. Mich brauchen Sie nicht an meine Pflichten zu erinnern. Aber ich habe Sie nicht zu dieser für Sie so ungewohnten Stunde aus dem Bett holen lassen, um bei Ihnen Geschichtsunterricht zu nehmen. Ich bin entschlossen, die Behandlung Russlands selbst in die Hand zu nehmen. Und in welcher Form, Majestät? Ich habe mich beim Zaren zu einem Jagdbesuch angesagt. Mein persönlicher Einfluss wird die Dinge wieder ins richtige Gleise bringen. So. Ja. Ich weiß nicht, ob ich Euer Majestät zu einem solchen Besuch raten kann. Haben Sie neue Nachrichten? Nicht eigentlich neue, aber ein Bericht unseres Botschafters Hatzfeld gibt Äußerungen wieder, die der Zar bei seinem Besuch in London über Euer Majestät gemacht hat. Warum bekomme ich den Bericht nicht? Der Bericht eignet sich nicht zur Vorlage. Die Äußerungen des Zaren könnten Euer Majestät verletzen. Bitte lesen Sie vor. Nein, das ist ganz unmöglich, Majestät. Das würde ich nie wagen. Geben Sie her. Und mit einem solchen Mann wollen Sie Verträge abschließen? Die Einstellung des Zaren ist bedauerlich. Aber man darf derartige Dinge, die in der Erregung gesprochen werden, nicht überschätzen. Ich erwarte den Grafen Schuwalow noch heute und hoffe, mit ihm die Verlängerung des Rückversicherungsvertrages endgültig zu vollziehen. Sie glauben an den Wert dieses Vertrages trotz solcher Äußerungen? Unbedingt, denn die Interessen sind in der Politik stärker als die Gefühle. Ist es richtig, dass Sie meinen Ministern den direkten Verkehr mit mir verboten haben? Indem Sie sich auf eine vergibte Order aus dem Jahre 52 stützen, die kein Mensch mehr kennt? Ja. Denn ohne diese Order ist es mir unmöglich, die Verantwortung für die Gesamtpolitik der Regierung zu tragen. Ich soll nicht einmal das Recht haben, mit meinen Ministern zu verhandeln?
Nein, Majestät. Die Minister haben nicht das Recht, Euer Majestät Vortrag zu halten über Dinge, von denen ich keine Kenntnis habe. Euer Majestät können jederzeit für den Minister und gegen mich den Kanzler entscheiden. Es bleibt Euer Majestät vornehmstes Recht, den Kanzler des Deutschen Reiches zu ernennen oder zu entlassen. Trotzdem verlange ich die Aufhebung der Kabinettsorder. Ich bedauere den Wunsch, Euer Majestät nicht nachkommen zu können. Auch nicht, wenn Ihr Souverän es befiehlt? Auch dann nicht. Ich hoffe, Sie werden sich das noch überlegen. Kaiser zitterte vor Aufregung. Zustand meines geliebten Herrn schnitt mir in die Seele. Mit bewegten Worten schilderte seine Majestät den furchtbaren Auftritt. Er habe während der ganzen Unterredung die Hand am Degen gehabt. Er musste befürchten, dass der Kanzler ihm das Tintenfass an den Kopf wirft. Von mir wäre es lieber gewesen, er hätte es getan. Um Gottes Willen, die geheiligte Person seiner Majestät. Na, da wäre der Bruch wenigstens endgültig. Na, der ist endgültig. Falls nicht geradezu die Welt einstürzt. Ja, falls nicht. Ich habe mit Ihnen zu reden, Herr von Holstein. Ich bitte, Herr Staatssekretär. Dann möchte ich lieber nicht stören. Nein, Sie können ruhig da bleiben. Ich bitte um Aufklärung. Durch den Generalstab ist der Kaiser nicht informiert worden. Ich frage noch einmal, wer hat ihm die Berichte aus Kiew gegeben? Niemand. Majestät hat sie sich genommen. Was soll das heißen? Ich bitte um präzise Auskunft. Bei einem seiner Besuche wollte mich der Kaiser mit einer Unterredung beehren. Ich war abwesend, die Berichte lagen zufällig auf meinem Tisch. Zufällig, so. Und wer begleitete den Kaiser? Graf Eulenburg. Wenn ich richtig informiert bin, dann trat seine Majestät in dieses Zimmer und ging direkt auf den Schreibtisch. Glauben Sie nicht, sich hinter Zufällen verstecken zu können. Ich werde mir Klarheit verschaffen und die nötigen Konsequenzen ziehen. Sie sollten die Familie Bismarck lange genug kennen, um zu wissen... Sprechen Eure Exzellenz auch jetzt Dienst? Jawohl! Und ich verbiete Ihnen, als Ihr Vorgesetzter, Akten welcher Art auch immer, ohne meine Genehmigung herauszugeben. Diese Anordnung gilt auch Seiner Majestät gegenüber. Ich werde mich gegebenenfalls auf Ihre Anweisung berufen, Exzellenz. Ob sie allerdings noch praktischen Wert besitzt? Sehen Sie sich vor, Sie scheinen mich allzu früh für einen toten Mann zu halten. Der Generaladjutant Seiner Majestät fährt eben vor, Exzellenz. Ich nehme an... Der Besuch gilt Ihrem Herrn Vater. Falls sich Graf Schuwalow meldet, wünscht mein Vater, ihn sofort zu sprechen. Und zwar ohne, dass er vorher mit anderen Personen Fühlung nimmt. Seine Majestät der Zar hat seinen Botschafter angewiesen, nur mit meinem Vater abzuschließen. Der Vertrag mit Russland steht und fällt mit dieser Bedingung. Vielleicht gibt Ihnen das zu denken, Herr Geheimrat. Ohne diesen Vertrag sind wir verloren. Unsere ganze Außenpolitik beruhte doch auf diesem Vertrag mit Russland. Glauben Sie wirklich, dass der Zar tatsächlich nur mit Bismarck abschließt? Vielleicht liegt Herbert Bismarck. Vielleicht schließt der Zar auch mit dem Nachfolger ab. Das ist ausgeschlossen. Sie wissen doch, wie der Zar den Kaiser hasst. Er hält sich nur an Bismarck. Mit einem anderen kommt der Vertrag überhaupt nicht zustande. Na, dann muss ja der Fürst im Amt bleiben. Und dann sind wir verloren. Also bitte verwechseln Sie sich nicht mit mir. Wir werden den Rückversicherungsvertrag eben nicht abschließen. Was? Eulenburg muss den Kaiser umstimmen. Das ist doch nicht möglich. Also Böllicher, holen Sie mir Eulenburg. Er muss in seinem Dienstzimmer sein. Also vorwärts, vorwärts. Ja. Na. Ich möchte Sie zunächst bitten, Durchlauch, zu bedenken, dass mein dienstlicher Auftrag nichts an meiner tiefen Bewunderung und Hochachtung für Ihre Person ändert. Nehmen Sie doch Platz, Herr von Hanke. Seine Majestät lässt fragen, ob Euer Durchlauch bereit sind, die Kabinettsorder aus dem Jahre 1852 zurückzuziehen.
Nein. Wenn ich mir ein persönliches Wort gestatten darf, Durchlaucht. Wäre es nicht möglich, seiner Majestät entgegenzukommen? Ich wäre glücklich, einen Ausgleich vermitteln zu dürfen. Mein lieber Herr von Hanke, Sie können die Bedeutung dieser Frage nicht übersehen. Ohne diese Kabinettsorder habe ich aufgehört, Reichskanzler zu sein. Ich bin kein Lohndiener, Herr von Hanke. Aber Sie sind Soldat, wie ich, Durchlauch. Ich überbringe nunmehr den Befehl, den Forderungen seiner Majestät zu entsprechen. In dieser Angelegenheit lehne ich es ab, Befehle entgegenzunehmen. Dann habe ich euer Durchlauch zu ersuchen, unverzüglich ihren Abschied einzureichen und dabei über bei seiner Majestät zu erscheinen, um dort ihre Entlassung persönlich entgegenzunehmen. Ich bitte euer Durchlauch, sagen zu dürfen, dass ich persönlich es tief bedauere. Sagen Sie seiner Majestät, ich werde nicht kommen. Ich werde schreiben. Abschied? Ja. Das ist ungeheuerlich. Das ist ja nicht zu fassen. Das ist... Ruhe. Wir werden in Friedrichsruhe noch Zeit genug haben, zu hassen und zu verachten. Jetzt habe ich noch Wichtigeres zu tun. Schuwalow, der Vertrag muss unter allen Umständen unterzeichnet werden. Hörst du? Ich finde sonst keine ruhige Minute mehr in meinem Leben. Du darfst ihn nicht aus den Fingern lassen. Es muss sein. Unbedingt. Der russische Botschafter ist in Berlin. Die Erneuerung des Vertrages durch Bismarck steht unmittelbar bevor. Sagen Sie Ihrem kaiserlichen Freund, dass er für die nächsten 6 Jahre Bismarcks Spiel weiterspielen muss, dass er unter keinen Umständen irgendeinmal einen eigenen Willen haben wird, wenn er nicht sofort eine neue deutsche Politik beginnt. Herr Geheimrat, ich danke Ihnen. Lieber Freund, gehen Sie zum Kaiser. Überzeugen Sie ihn, der russische Botschafter wird in einer Stunde bei mir sein. Danke, Herr Geheimrat. Herr von Ehrhardt? Herr Reinhardt? Wenn der russische Botschafter kommt, führen Sie bitte sofort und ohne jeden Umweg zu mir. Jawohl, Herr Geheimrat? Nee, informieren Sie den Portier. Der ganze Vertrag ist ein typisches bismarckisches Doppelspiel. Unklar, unaufrichtig, undeutsch. Und bei der Unzuverlässigkeit des Zaren äußerst gefährlich. Ich werde mich später entscheiden. Die Generäle warten. Es duldet aber keinen Aufschub, Majestät. Also meinetwegen. Ablehnen. Ich werde einen offenen, klaren Kurs steuern. Diese bismarckische Jongleurpolitik liegt mir sowieso nicht. Holstein soll es dem Russen schonend beibringen. Der Entschluss, den Fürsten Bismarck zu entlassen, war demnach unvermeidbar. Die heiligen Rechte der Krone müssen gewahrt bleiben. Zum Nachfolger des Fürsten Bismarck und zweiten Kanzler des Deutschen Reiches habe ich den kommandierenden General des 10. Armeekorps in Hannover, General von Caprivi, ernannt. Meine aufrichtigen Wünsche für eine erfolgreiche Kanzlerschaft, Exzellenz.
Ich habe Eure Majestät mit Offenheit meine Zweifel unterbreitet. Ob ich bei meinem Mangel an politischen Erfahrungen... Machen Sie sich keine Sorgen, Caprivi. Ihre Instruktionen bekommen Sie von mir. Die politische Führung des Reiches übernehme von jetzt an ich. Seine Exzellenz, der russische Botschafter. Graf Schuwalow, ich habe Sie zu mir bitten lassen, um Ihnen... Ich habe mit seiner Durchlaucht dem Herrn Reichskanzler zu verhandeln. Ich bin beauftragt, Ihnen mitzuteilen, dass der Herr Reichskanzler soeben seinen Abschied unterzeichnet hat. Das hat wohl in ganz Europa kein Mensch erwartet. Ich habe demnach Ihnen mitzuteilen, dass Seine Majestät der Zar dem Wunsch des Herrn Reichskanzlers Rechnung trägt. Ich bin bevollmächtigt, den Rückversicherungsvertrag auch mit dem Nachfolger seiner Durchlaucht abzuschließen. Sie sind berechtigt, den Vertrag auch mit dem Nachfolger des Fürsten Bismarck abzuschließen. Ein besonderes Entgegenkommen seiner Majestät des Zaren. Ich bedauere, Ihnen mitteilen zu müssen, dass nach den veränderten Voraussetzungen... Bitte? Wie habe ich das zu verstehen? Seine Majestät der Kaiser ist zu der Überzeugung gelangt, dass es wohl für die beiden Partner richtiger ist, den Vertrag nicht zu verlängern. Ich muss bekennen, dass diese plötzliche Kursänderung mich überrascht. Sie selbst, Herr Geheimrat, haben doch stets die Wichtigkeit dieses Vertrages unterstrichen. Gewiss, Exzellenz, bei einem Personalwechsel pflegen doch auch wichtige Richtungsänderungen in der Politik einzutreten. Ich beklage das. Ja, gewiss. Wollen Sie nicht Platz nehmen, Exzellenz? Ich würde Ihnen gern die tieferen Beweggründe des Verhaltens des Auswärtigen Amtes... Danke. Anderweitige wichtige Verhandlungen. Herr Schuwalow. Der Herr Kabinettschef seiner Majestät. Herr von Lucanus. Der Totenvogel. Verzeihen, Durchlaucht, die späte Stunde. Sie wünschen, Herr von Lucanus? Seine Majestät haben mich beauftragt, Euer Durchlaucht zu fragen, warum das geforderte Abschiedsgesuch noch nicht eingegangen ist. Der Kaiser kann mich jeden Augenblick entlassen. Ich bin Beamter und bereit, auch meinen schlichten Abschied jederzeit entgegenzunehmen. Seine Majestät warten? Ich gedenke, die Verantwortung für meinen Rücktritt seiner Majestät nicht abzunehmen. Nach einer 28-jährigen Amtszeit, die auf die Geschicke Preußens und des Reiches nicht ganz ohne Einfluss geblieben ist, nehme ich für mich die Zeit in Anspruch, mein Abschiedsgesuch so zu formulieren, dass die Verantwortlichkeit vor der Geschichte ein für allemal klargestellt ist. Seine Majestät durfte einer Veröffentlichung Ihres Abschiedsgesuchs kaum zustimmen. Ich lehne es ab, mit Ihnen darüber zu verhandeln. Seine Majestät ist aber gewillt, den Abschied Euer Durchlaucht mit einem sichtbaren Beweis der allerhöchsten Gnade zu verbinden. Seine Majestät wird Euer Durchlaucht eine bedeutende Dotation übermitteln. Eine Schenkung? Will man mich mit einer Gratifikation abfinden, wie einen ausgedienten Buchhalter? Euer Durchlaucht missverstehen die Absicht seiner Majestät. Euer Durchlaucht werden den Titel eines Herzogs von Lauenburg erhalten. Herzog von Lauenburg. Sagen Sie dem Kaiser, ich heiße Bismarck.
Dieser Name ist mir bis heute gut genug gewesen und wird es auch in Zukunft sein. Ist Lukanas zurück? Nein, nein, ich sehe noch keine Nachricht. Dieses Warten. Ich bitte dich, Eulenburg, spiele etwas, sing etwas. Es ist ja unerträglich. Es fällt mir schwer, Majestät. Aber wenn ich dich bitte. Etwas von dir, ein Skaldengesang, den von Hokan. Ich kann nur lustig zum Kampfe reiten, wenn du mir trabest zur rechten Zeiten. Und mag nur freudig das Trinkhorn schwingen, wenn deine Lieder im Saale klingen. Sprach Hokan, du durch die Wälder mein Ross ich lenken, muss deiner hellen Stirne denken. Und alle Wipfel, die rauschen nieder von deiner Freundschaft, die holden Lieder. Das Abschiedsgesuch ist da. Ich will noch weiter. Und als sie lustig zum Walde ritten, da ritt die Treue just in der Mitten zwischen Hokan und Harald. Spät ist es? Halb zwölf, Herr Jaimer. Bleiben Sie, Holstein. Verzeihen Sie, aber ich habe nicht vermutet, Ihre Tür offen zu finden. Sie wissen doch, wenn man einen Toten aus dem Hause schafft, pflegen Fenster und Türen offen zu stehen. Allerdings ist es nicht mein Leichenkondukt, der unten steht, sondern die Möbelwagen meines Nachfolgers, des Herrn von Caprini. Ich werde exmittiert. Wie ein Mieter, der den Zins nicht zahlen kann. Was suchen Sie also noch hier? Treibt es den Täter an den Ort der Tat? Nehmen Sie bitte an, ich wäre gekommen, Ihnen zu sagen, dass ich die Handlungsweise des Kaisers tief bedauere. Weil Sie nicht mein Nachfolger geworden sind? Ich hatte nie Anstrengungen gemacht, Ihr Nachfolger zu werden. Nein, denn Sie scheuen das Licht. Auf dem Umweg über Caprivi, der nichts von Politik versteht, wollen Sie anonym herrschen. Sie haben es erreicht. Sie sind jetzt unentbehrlich geworden und brauchen doch keine Verantwortung zu tragen. Das werfe ich Ihnen vor. In der Politik darf nur derjenige an die Macht, der auch bereit ist, dafür stündlich sich selbst sein ganzes Leben einzusetzen. Aber dazu sind Sie zu weit. Jeder Mensch hat sein Schicksal. Falsch. Jeder Mensch hat seinen Charakter. Und sein Charakter ist sein Schicksal. Ich verachte Sie, Holstein. Sie haben die Interessen des Reiches, Sie haben das Vaterland geopfert, um Ihren Machthunger zu stillen, den Sie wie ein Laster verbergen. Denn Sie sind ja nicht dumm. Sie wissen, dass uns jetzt der Zwei-Fronten-Krieg droht. Der Kaiser weiß es nicht anders. Er spielt wie ein Kind mit Kronen und Menschen und schiebt dem lieben Gott die Verantwortung zu. Aber Sie sind ein Verräter. Gehen Sie hinaus.